Lass den Spaß beginnen. Zum Schießen! Sie versuchen, das Licht zu fangen. Das könnt ihr nicht, Jungs. Ihr könnt das Licht nicht fangen. Ich würde das gern kommentieren. Bringt die Apparatur. L. O. L. Laugh out loud. Ja, das habe ich getan. Diese Weihnachten. Hast du das da schon mal gesehen? Noch nie. Erlischt die Magie, die sie zum Leben erweckt hat. Teddy und Dexter, sie verhalten sich komisch. Was machst du denn? Ich glaube, er konnte nichts dafür. Oh, ich bin Larry. Ich gebe keinem Affen die Schuld. Daily. Und ihm bleibt eine Nacht. Sie alle verlassen sich auf mich. Um sie alle zu retten. Das alles könnte aufhören und dann kommt's auch nie wieder. Wir müssen nach London und eine Lösung finden. Ohne uns wärst du verloren, Gigantos. Knuddel mich. Hallo, willkommen im British Museum. Ich bin Larry Daly vom Naturkundemuseum in New York. Boah, wie abgefahren. Muss voll krass sein, so als Wachmann in Amerika. Mit euren Knarren, mit Schalldämpfer, mit euren Ninja-Schwertern. Damit liegen sie sowas von daneben. Teddy, in Krisen braucht man Männer wie sie. Attila, jetzt haben wir auch Muskeln. Dada! Nein, ich bin nicht dein Dada. Ja, wir sehen uns ähnlich. Dada. Nicht anfassen. Pfoten weg. Der Laden erwacht zum ersten Mal zum Leben und wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Ohne zu übertreiben, wir sitzen in der Klemme. Braucht ihr Hilfe? Sir Lancelot, zu eurem Diensten. Theodore Roosevelt, Präsident der Vereinigten Staaten. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Bei Sonnenaufgang sind wir alle tot. Nehme nie wieder einen Atemzug. Hunden hyperventilieren nicht. Das ist das letzte Rodeo, Kumpel! Ich bin ebenso angeekelt wie dankbar! Ernsthaft? Das war jetzt wirklich nicht nötig! Hat der Affe immer das Sagen? Er hat nicht das Sagen, wir folgen ihm nur. Demnach hat der Affe das Sagen. Von der großen Katze wegrennen. Bei sowas Süßen müsst ihr mich doch vorwarnen, Leute! Nachts im Museum das geheimnisvolle Grabmal. Du weißt, was zu tun ist? Hör zu! Genau, du darfst sie nicht rauslassen. Lass mich hier sofort raus! Was glotzt du mich so an? Bist du noch nie einer hinreißenden, attraktiven Frau begegnet, die Model geworden wäre, wenn sie nicht so auf Pizza stehen würde?